heute St. Bonifatius. Der Herr hat uns befreit, er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, er möchte uns heilen und Leben schenken. Gott ist da und darum wenden wir uns an ihn. Herr, du blickst liebevoll auf alle Menschen, Herr, erbarme dich. Du siehst besonders die Menschen, die müde und erschöpft sind. Christus, erbarme dich. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unseres Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Das Lager schlugen sie auf, die Israeliten, dort mitten in der Wüste. Liebe Schwestern und Brüder, ich vermute, das Volk Israel hatte sich das ganz anders vorgestellt. Als dieser Mose kam und sagte: Lasst uns hinausgehen aus Ägypten, lasst uns ausbrechen aus den Ketten, die uns hier fesseln,
lasst uns herausziehen aus der Sklaverei hier. Da waren sie wahrscheinlich Feuer und Flamme und hatten sich das so vorgestellt, es ist wie ein Umzug. Wir nehmen Sack und Pack, gehen ein paar Schritte und kommen dann in unserer neuen Heimat an. In ein paar Tagen sind wir schon dort, wo Milch und Honig fließen, wie es uns verheißen ist. So hatten sie vielleicht gedacht. Und doch kam es ganz anders. Die wenigen Tage, die sie erwartet hatten, wurden immer länger und länger. Und schließlich wurden 40 Jahre daraus. Immerzu mussten sie an das denken, was sie verlassen hatten. An das, wie es vorher gewesen war, dort in Ägypten. Sicher, es war nicht nur schön, sie mussten Zwangsarbeit leisten. Aber sie sprechen noch oft von den Fleischtöpfen, die sie dort hatten, von allem, was es im Überfluss gab. Nun sind sie immerzu in der Wüste. Dort gibt es nichts, keinen Strauch, keinen Baum, nichts, was Schatten spenden könnte, nichts, was zum Verweilen einlädt, eine trostlose und gottverlassene Gegend. Doch genau auf dem Weg, mitten in der Wüste, haben sie diese prägende und alles verändernde Gottesbegegnung. Wir hören in der ersten Lesung davon, Mose steigt auf den Berg und er spricht mit Gott. Ja, Gott ruft ihn sogar vom Berg aus zu. Ich bin bei euch, ich zeige euch den Weg, sagt Gott zu seinem Volk. Und wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, manchmal kommt mir diese Corona-Zeit, in der wir jetzt mittendrin stecken, genau wie eine solche Wüste vor. Trostlos, voller Beschränkungen und Entsagungen. Wie oft denken wir an das, wie es vorher war, ohne Mundschutz, ohne Abstandsregelungen, ohne dauerndes Händewaschen und Desinfizieren, ohne die ganzen Einschränkungen, Beschränkungen. Man konnte gehen und kommen, reisen, wohin man wollte. Und der Weg durch diese Wüste scheint ebenso immer länger und länger zu werden. Es dauert und dauert an. Das, was am Anfang noch keiner vermutet hatte, ich hatte gehofft, es ist eine kurze Phase, kurz und schmerzhaft, aber dann auch vorbei, aber es zieht sich. Und wie damals bei Mose und seinem Volk drängen sich bei mir und ich denke bei vielen anderen auch immer mehr Fragen auf. Wie geht es weiter? Wie lange noch dauert dieser Weg? Wann sind wir endlich da, haben wir als Kinder immer bei Autofahrten gefragt. Worauf müssen wir uns einstellen? Wann kommen wir endlich wieder im normalen Leben an? Hoffentlich wird es keine 40 Jahre dauern, aber selbst die bisher nicht viel mehr als 2x40 Tage reichen schon voll auf. Die Israeliten haben damals ihr Lager aufgeschlagen. So hören wir in der Lesung. Mitten in der Wüste. Ich meine, was blieb ihnen auch anders übrig? Sie waren nun einmal in dieser Wüste. Aber vielleicht kann auch uns das ein Zeichen und eine Hilfe sein. Vielleicht sollten auch wir bewusst innehalten. Der Sonntag ist ein guter Tag, um genau wie Mose auf den Berg zu steigen. Nicht nur im wörtlichen Sinn, mit einem Spaziergang, mit einer Wanderung, auch das lohnt sich und ist erfrischend und hilft, mitten in dieser Wüste einmal rauszukommen, frische Luft zu schnappen, unterwegs zu sein, in einer ganz anderen Form. Nein, auf den Berg steigen wie Mose, meine ich auch in einem übertragenen, in einem geistlichen Sinne. Der Sonntag ist ein guter Tag, um Gott zu suchen, um nach seinem Wort für mich zu fragen, um die Begegnung mit ihm zu suchen, um mit ihm zu sprechen, um mir Zeit zu nehmen, mit ihm zusammen zu sein, um einen neuen Überblick zu bekommen aus seiner Perspektive, um von oben noch einmal drüber zu stehen und drüber schauen zu können über das, was diese Wüstenzeit, diese Corona-Zeit
mir bringt. Und vielleicht verstehen wir gerade hier in der Corona-Wüste noch mehr über unseren weiteren Weg. Was kann, was sollte sich vielleicht sogar in meinem Leben ändern, auch nach dieser Pandemie? Was muss ich in meinem Leben neu in die Hand nehmen? Was muss ich neu ordnen? Worüber muss ich noch einmal ganz neu nachdenken? Was ist mir aufgefallen in diesen Tagen? In welche Gewohnheiten will ich nicht mehr zurückfallen, die jetzt in dieser Zeit eingeschränkt sind und wo ich froh bin, endlich es anders machen zu müssen, es geschafft zu haben? Welche Lebenserfahrungen habe ich in dieser Wüstenzeit gemacht? Was kann ich daraus lernen? Und was bringt es noch? Die weitere Zeit, was bringt es auf, was kommt auf mich zu? Was kann ich tun? Der Sonntag ist ein guter Tag, um auf den Berg der Gottesbegegnung zu steigen. Darum sind wir hier, darum sind wir heute hier in der Kirche, um Gott zu begegnen, ihn zu hören, ihn zu schmecken, ihn neu einzuladen in unser Leben, unser Herz neu berühren zu lassen von seiner Gnade. Nehmen wir diese Erfahrung aber auch mit in den Alltag, dass wir vielleicht heute uns noch ganz bewusst eine Zeit nehmen, um mit ihm zu sprechen, über die Erfahrungen, die ich mache in dieser Zeit, über das, was er sieht in meinem Leben und mit seinen Augen zu schauen auf das, was geschieht und wie mein Weg geht. Ja, Herr, wir sind hier, um dir zu sagen, dass wir auf deine Stimme hören und deinen Bund halten wollen, um unter allen Völkern dein besonderes Eigentum zu sein. Sei du unser Gott, sei uns nahe, geh du mit uns durch diese Wüste und durch unser ganzes Leben bis hinein in deine Ewigkeit. Wir beten für die Christen, die Zeugnis ablegen für Jesus Christus und das Evangelium in die Tat umsetzen im Dienst an den Menschen. Lebendiger Gott, wir beten für alle, die sich über die neuen Lockerungen unter Corona freuen und auch für die vielen, denen das alles noch unheimlich ist und manches zu schnell geht. Lebendiger Gott, wir beten für die Flüchtlinge, die vor Tunesien mit ihrem Boot verunglückt und ertrunken sind, und für alle, die oft unter großen Gefahren unterwegs sind auf der Suche nach Leben und Heimat. Lebendiger Gott, wir beten für alle, die sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit zwischen allen Menschen, egal woher sie kommen und wie sie aussehen oder sprechen. Und für eine Politik, die alte Fehler beseitigen und neue verhindern will. Lebendiger Gott,
Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, die immer noch und immer wieder sexualisierte Gewalt erleiden, und für alle, die sich jedem Übergriff auf schwächere Menschen in den Weg stellen. Lebendiger Gott, wir beten für den Heute-bei-dir-Prozess und für eine gute Zukunft unserer Gemeinden hier in Eschweiler. Lebendiger Gott, Gott, unser guter Vater, wir preisen dich und danken dir im Heiligen Geist mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Wir feiern seine Liste für die Lebenden und Verstorbenen unserer Arbeit. Denke besonders an Josef Vogt, die Monberner Mühl, die verstorbenen Spender und Wohltäter unserer Pfarrei. Wir beten für Peter Röms und verstorbene Angehörige, Herbert Bräuner, Matthias und Elisabeth Schmitz, verstorbene Kinder und Angehörige, sowie für Bernd. Herr, gib uns Leben in deinem Namen. Sei mit deinem Segen bei unseren Kranken und gib diesen und all unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte. Dass sie leben in deinem Frieden. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Wir danken dir, gütiger Vater, und preisen dich, denn durch die frohe Botschaft deines Sohnes hast du Menschen aus allen Völkern und Sprachen vereint in der Gemeinschaft der Kirche. Durch sie, die aus der Kraft deines Geistes lebt, führst du alle Menschen zur Einheit. So bezeugt die Kirche deine Liebe und schenkt allen die Hoffnung auf ewige Vollendung. Sie wird zum Zeichen deiner Treue, die du uns für immer versprochen hast, in unserem Herrn Jesus Christus. Darum rühmen dich Himmel und Erde, und mit der ganzen Kirche preisen wir das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr, allmächtig und gewaltig, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der Gott im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, heilig bist du, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nah. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Heiligen. Wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, liebiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Der Heilige sie, damit sie uns werden bleiben, Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seine Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und die Kelche des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leiden. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, erleuchte deine Kirche in unserem Land und auf der ganzen Erde und erneuere sie durch das Evangelium. Festige das Band der Einheit zwischen den Gläubigen und ihren Hirten in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und allen Bischöfen. Mache dein Volk in unserer zerrissenen Welt zum Werkzeug der Einheit und des Friedens. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glaube du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie Jesus selber uns zu beten gelehrt hat. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigkeit. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen.
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenk mir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Welt nimmt, die Sünden der Welt. Ich möchte erinnern an die besonderen Maßnahmen, die wir jetzt in der Corona-Zeit gerade während der Kommunionausteilung zu beachten haben. Wir werden den Dialog, der Leib Christi, Amen, gemeinsam vorher beten und dann während der Kommunionausteilung keine Worte mehr machen brauchen. Wir müssen auch während der Kommunionausteilung die Abstandsregelung einhalten. Deswegen werden wir blockweise zur Kommunion kommen. Wir beginnen mit dem Block hier auf der Taufbeckenseite, dann der Block auf der Ambo-Seite, dann komme ich zum Seitenblock dort. Wenn Sie bitte jeweils zu den Mittelgängen rauskommen, müssen wir zurück in die Reihe gehen. Das wäre gut, danke. Die nicht so große Fuß in den ersten Reihen, dann komme ich sehr gut zu gehen. Der Leib Christi. Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier größer werden für die Einheit der Kirche durch Christus, unseren Herrn. Grüßen wir die Gottesmutter mit einem gemeinsamen Eumachen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Bevor wir uns verabschieden und in den Sonntag hineingehen, noch zwei kleine Hinweise zur Andacht der Kapelle, der die Frauengemeinschaft herzlich ein, jetzt am Donnerstag um 18 Uhr. Zweiter Hinweis, wir haben am Sonntag, am Samstag vor Tagen das Gebetskraftwerk der Echtweiler gegründet und gestern schon das erste öffentliche Gebet gemacht. Wer mal schauen will, wir treffen uns immer samstags von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, das heißt in der normalen Öffnungszeit von St. Peter und Paul, wo auch euch Gelegenheit ist, ist nun auch ein Angebot, mitzubeten und einfach dabei zu sein. Es läuft Musik, es werden bestimmt auch Worte gesprochen. Es wird auch nicht der einzige Termin sein, es wird auf Dauer mehr geben natürlich. Ich werde weiter informieren, aber bisher steht schon fest, Samstag von 10.30 Uhr bis 12 Uhr in Peter und Paul. Herzliche Einladung, einmal reinzuschauen, einfach mitzugehen. Wenn wir gleich die Kirche verlassen, möchte ich Sie bitten, den Ausgang unter der Augenhöhle zu nutzen, den Hauptausgang, damit wir da die Abstände einhalten können. Es ist gut, wenn wir die Bänke von unten her zuerst leeren. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Mitdenken, für Ihr Verständnis. Einen großen Dank auch an alle Ordnerinnen und Ordner, die auch heute wieder geholfen haben, dass der Gottesdienst so gut stattfinden kann. Mit den Eintragungen in die Listen und dann dasselbe alles ein bisschen auf. Eben bin ich auf die gute Idee gebracht worden, manchmal haben Leute zu Hause kleine Aufkleber mit ihrer Adresse, den Namen und der Adresse. Wenn Sie so etwas haben, bringen Sie es gerne zum nächsten Gottesdienst mit, dann geht das mit dem Eintragen in die Listen ein bisschen schneller. Vielen Dank. Wir müssen nicht extra so Zettel machen, aber wer die sowieso hat, kann sie gerne sofort mit zum Gottesdienst bringen. Ja. Wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen, dass er uns begleitet, heute am Sonntag, dass wir unser Werk erleben, dass wir ihn haben, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen, dass wir seine Nähe spüren und aus seiner Sicht diese Zeit und unser Leben neu entwickeln. Der Herr sei mit euch. Es segne und bewahre euch und alle, die mit euch verbunden sind, der Mächtige und Weiteinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir leben in Frieden.